Gott, das Wasser ist zu flach. Und damit, hallo und herzlich willkommen zurück zur 39. Folge von The Last of Us. Mit diesem Eis habe ich mich verabschiedet. Was soll ich euch sagen? Ich bin krank. Ich war krank. Ich lag das ganze Wochenende flach. Ich habe nichts gekonnt. Ich habe nichts gemacht. Und es ist auch fraglich, ob diese Folge, wir haben Dienstag. Es ist Dienstag, 13 Uhr. Ich kann nicht versprechen, dass diese Folge heute online kommt. Also 16 Uhr wird es auf keinen Fall. Vielleicht heute Abend. Ansonsten kommt diese Folge morgen, sprich am Mittwoch. Es tut mir leid, aber ihr hört es, ihr seht es vielleicht auch. Aber the show must go on. Wir sind Ellie, wir sind alleine unterwegs und immer noch auf dem Weg ins Aquarium, weil wir da Abby vermuten. Ich konnte irgendwie aufstehen, so konnte ich aufstehen. Ich würde einmal gern testen wollen, ob ich... sehr flach, das Wasser hier. Ich nutze den Lauschmodus, der war hier. Also ich muss zwischendurch mal husten und alles. Ich werde das muten, damit ihr euch das nicht anhören müsst. Ich werde auch mein Bestes geben. Aber ich habe Angst. Wir müssen wahrscheinlich hier durch. Jessie hat uns beim letzten Mal verlassen. Ich muss einmal mich orientieren hier. Und vor allem, wie war das denn jetzt mit der Steuerung? Warte mal, so war Kamera. Oh Gott. Jetzt hänge ich hier richtig doof in dieser Ecke fest. So, da will ich hin. Ja, das war hier, genau. Jessie hat uns alleine gelassen, weil irgendwie auf Feindes Seite waren da ganz komische Funksprüche und man geht davon aus, oder Jessie ging davon aus, dass es vielleicht um Tommy geht, den Eindringling, den sie da bekämpft haben. Ja, und Jessie ist dann los. Ich wäre am liebsten mit ihm gegangen, weil, ne, Tommy... Wisst ihr auch immer noch gerne, was mit ihm ist. Aber jetzt sind wir wieder alleine unterwegs. Und für dieses Medikit und dieses kleine Ding bin ich jetzt hier aufgestanden. Kann ich noch da hoch? Ne, sieht nicht danach aus. Gut. Da ist mein Bötchen. Dann geht's weiter. Ich habe hier die Hoffnung, dass wir auch noch irgendwie Tommy finden und alles gut wird. Aber wenn ich mir so manche Kommentare durchlese... habe ich da wenig Hoffnung, ehrlich gesagt. Blitze geht durch. Ist aber gut dunkel hier. Ich darf einmal mein Fernsehgerät lauter stellen, sonst höre ich nichts. Ach ja, ist dunkel hier, Freunde. Ich habe ein bisschen Angst. Wo müssen wir denn hin? Muss ich da runter? Ich bin so irritiert, wenn ich jetzt immer aufstehen kann, weiß ich immer nie, kann ich hier irgendwas Tolles finden oder... Nee, ich kann mich nur ganz komisch hier auf den Boden werfen, aber... Geh noch mal runter, Ellie. Kann ich hier irgendwo durch? Gibt es hier irgendwelche Sachen zu erkunden? Nö. Das sieht irgendwie nicht danach aus. Gut. Oh. Ich möchte nicht alleine unterwegs sein. Ellie, kannst du bitte auf dein Boot steigen? Kannst du bitte auf dein Boot steigen? Hallo. Ellie. Wieso kann ich denn jetzt hier nicht wieder aufs Boot? Jetzt. Mensch. So. Ich glaube, es war die falsche Taste. Ich habe die Dreieck gedrückt. Kann ich hier einfach so random rüber? Kann ich. Uah. Wasserbahn. So, stopp. Gucken wir erstmal. Was jetzt? Ja, was jetzt, Ellie? Ich habe da so eine Vermutung. Können hier überall hin. Lass mich kurz die Lage checken. Hier ist eine Tür, die natürlich verschlossen ist. Sollte es anders sein.
Kann ich hier mit was anfangen? Nein, kann ich nicht. Dann gehen wir einmal in den Raum und dann hinten durch diese kleine Öffnung da. Ach, Bestandsaufnahme hatten wir auch noch nicht. Sieht auch nicht so rosig aus, wenn er mich fragt. Was war denn hier noch so? 70 haben wir. Schneller, lautloser Kill, den wollte ich unbedingt. Dafür müssen wir aber erst den Schalldämpfer machen. Falsche Taste, Lauschmodus, Reichweite, Atem anhalten, mehr Pfeile herstellen. Mehr Sprengpfeil, wir machen ihn hier, damit wir danach ihn hier machen. Es dauert nämlich immer entschieden zu lange, bis sie die Leute da endlich mal abgemokst hat. Gut, diese Schere lassen wir leider zurück, weil ich voll bin. Gut, dann geht's wahrscheinlich hier durch. Oder auch hier durch. Ich glaube, ich kann es mir aussuchen, wie wohl. Ich bin auch nicht so gesprächig heute, ehrlich gesagt. Ich möchte meine Stimme schonen. Ich habe Urlaub aktuell. Das ist natürlich das Schönste überhaupt, ne? So seinen Urlaub zu verbringen. Krank, trotzig. Hier ist aber keiner, ja? Doch, da hockt doch jemand. Sieht auch sehr frisch aus, wenn er mich fragt. Wir lesen vor. Beth, wenn du das hier liest, bin ich erledigt. Ich hoffe, es war keiner von diesen Ska, sondern irgendwie mit Ruhm und Ehre verbunden. Aber noch mehr hoffe ich, dass du noch weißt, wo wir die Drogen versteckt haben. Der Code ist 701264. Es ist nicht zu viel, aber mehr habe ich nicht. Es ist nicht viel, so, aber mehr habe ich nicht. Ich will, dass du es nimmst. Mach's gut, Randall. Ich darf einmal husten. Oh, ich hoffe, es geht nicht den ganzen Tag so. Das wäre nämlich super nervig und super anstrengend. Hier können wir einen Tag nur beitragen. Da ist das Riesenrad, da wollen wir hin. Wir sind ganz nah dran. Zeig mal her. Abby, ich habe darum gebettelt, dass du aufhörst, das hier hast du dir selbst zuzuschreiben. Ja. Sehe ich genauso. So, das könnten wir bewegen. Wohin können wir das bewegen? Und vor allem, wenn da hier so ein toller Code ist, dann muss er hier irgendwo unsafe sein, ne? Kann ich da irgendwas nutzen? Nee. Was mache ich denn mit ihm hier? Wo kommst du denn hin? Ah, ich glaube, ich sehe schon, da oben ist eine Luke. Da oben könnt ihr sehen. Was habe ich denn da gerade kaputt gemacht? Was ist los? Nein, ich will noch mal kurz mich umdrehen. Kann ich da auch noch hin? So bauchlagenmäßig? Okay. Wo geht's hier hin? Ah, wartet kurz. Entschuldigt, ich bin gerade verwirrt. Ich weiß nicht, wo ich zuerst hin muss. Muss ich erst da oben rein oder muss ich erst da rein? Ach, hier ist nur Stuff. Okay. Nehme ich alles mit. Außer den Hammer, den lassen wir liegen, weil ich habe hier so eine tolle, was habe ich denn da, so eine Machete. Weiter können wir nicht, ne? Nein. Okay, Elli. Haben wir das geklärt? Die auf. Achso, ich kann was herstellen. Was denn? Achso, ja, immer noch diese Bombe hier, aber ich bin ja nicht so der Rauchbomben-Fan. Möchte mir den Sprengstoff aufbewahren für einen Sprengpfeil. So, aber warum ist denn er da hinten tot? Was hat ihn denn erledigt? Achso, jetzt bin ich hier oben. Wo ist denn der Safe dann? Hier muss doch irgendwo noch ein Safe sein. Aber da komme ich nicht hoch.
Gehen wir hier mal durch. Ja, jetzt bin ich hier. Oder ist der Safe hier unten? Jawollo, da ist er. Ich habe natürlich wieder die Kombination vergessen. Irgendwas mit 70 und ich glaube 64 am Ende, aber das müssen wir nochmal checken. So. Auf geht's. 70, 12. Ups, war aber schwungvoll hier. 64. Zack. So. Jawollo. Alles meins. Nehm ich alles mit. Ach, Aluhol ist auch voll. Ich kann aber nichts machen. Verdammt. Ach, von da komme ich doch. Ah. Ich musste schon wieder husten. Okay. Okay. So. Ich denke mal, dann können wir hier durch. Und wieder schön laut. So. Geht's hier voran. Wartet, ich gehe erstmal zu Fuß. Hier ist aber nichts. Gut, ja, da müssen wir hin. Am Riesenrad ist das Aquarium ganz in der Nähe. Da fahren wir jetzt mit unserem schönen Boot hin. Wie nennen wir denn unser Boot? Das ist die Black Pearl. Wie unkreativ. Was sagst du, Ellie? Alternative Bootssteuerung ist unter Option barrierefrei verfügbar. Ich würde es mal so versuchen. Wir checken die Ecken. Ich glaube, so hier wird wahrscheinlich nicht so viel sein, oder? Ich müsste ja jedes Mal von meinem Boot absteigen. Da hier Sachen zu finden, aber ich glaube nicht, dass hier was ist. Hier das ist. Was? Ach nö! Ach doof, ich möchte doch einfach nur durch die Gegend fahren. Geschafft. Gott. Ist hier unser Boot schon nach? Ich bin mir unsicher, wohin, ihr Lieben. Oh, schlecht Wetter haben wir auch. Ellie, nicht, dass du auch noch krank wirst. Hier, mein armes Kind. Wohin, Leute? Ich weiß es nicht. Ist auch super dunkel irgendwie. Oder vielleicht sehe ich heute einfach nur schlecht. Aber hier kann ich doch auch rein. Oh Gott, ich kann überall rein. Aber da konnte ich auch rein. Seattle Sleep Warehouse. Da können wir auch rein. Oh, wo gehen wir zuerst rein? Wir gehen zuerst hier rein. Komm. Ellie, steig mal ab. Eine Werkbank. Schön. Da bestimmt hier irgendwie underground-mäßig irgendwo reintauchen, oder? Wow. Super dunkel hier. Ich sehe nicht, wo ich hinschwimme. Ich sehe nicht, was ich mache. Oh, Teile. Oh Gott. Also kann man doch unter Wasser Sachen finden. Ellie, hast du es genommen, den Stuff? Lass uns mal auftauchen, bevor wir hier wieder den Ertrinkertod sterben.
Kann ich das hier kaputt machen unter Wasser? Nein, kann ich nicht. Ich hänge fest. Nee, anscheinend ist das schon gewesen zu sein, oder? Ellie, war es das? Haben wir alles? Ich möchte nicht noch mal ertrinken aus Dummheit. Okay. Ich glaube jetzt einfach mal, dass es das war. So, 85 Teile. Schaden. Den haben wir komplett. Entfernungsmesser. Stabilität, Rückstoß. Stabilität, Nachladegeschwindigkeit. Ich bin ein Bogenfan, ihr wisst es. Am besten bin ich mit Bogen unterwegs. Deswegen machen wir ihn hier. Schön. 5 Teile haben wir noch. Beim Zielen auf einen Gegner zeigt eine zusätzliche Markierung im Fadenkreuz seine genaue Entfernung an. Ist das so? Ah, ich habe keinen Pfeil. Jetzt kann ich es noch nicht mal testen. Das ist natürlich schade. Aber dann wechseln wir mal. Und laden nach, vor allem. Ellie? Ellie, kannst du nachladen bitte? Oder ist schon? Hat es schon. Okay. Dann weiter. Gehen jetzt auf jeden Fall hier nochmal rein. Was heißt nochmal? Wir gehen hier überhaupt mal rein. Da hier so. Wait, kann ich da nicht rein? Ich wollte doch sagen. Kann ich das auch mit dem Boot so antitschen? Kann ich. Zur Orientierung. Wartet kurz. Okay, also ich kann wieder von mehreren Seiten agieren. Hier bin ich einfach nur hier nochmal. Okay. Ich weiß nicht, Leute. Macht es Sinn, hier abzusteigen und zu tauchen? Ehrlich gesagt, habe ich da nicht so Bock drauf, weil es einfach Zeit kostet. Aber... Oh! Ellie, mach jetzt hier nicht einen auf Joel, bitte, ja? Das war schon schlimm genug im ersten Teil. Nee, hier scheint aber nichts zu sein. Außer Betten. Nee. Ich muss es checken, Leute. Ich habe da nebenan so viele Teile gefunden unter Wasser. Jetzt bin ich halt immer so ein bisschen verwirrt. Weil ich nicht weiß, ob hier noch irgendwas zu holen ist. Muss doch ein Grund sein, was ich hier mit dem Boot auch rein kann und alles. Nö. Nee. Ist einfach nur zum Durchspielen. Gut. Hat uns nichts gebracht. Ich habe es trotzdem mal gecheckt. Mein Gewissen ist rein. Weiter geht's. Ich bin gespannt, dass... Ups. Was mit Tommy ist und was mit Jessie ist, ob es denen gut geht, ob es mir weiterhin gut geht. Ich weiß schon wieder nicht, wohin wir am besten gehen. Kann ich da auch noch rein? Ja. Yep. Charity Hotel. Super dunkel hier. Nochmal Charity. Hier ist was zum Mitnehmen. Ellie, lass los. Ah, und hier sitzt auch schon wieder jemand. Aber der sitzt schon ein bisschen länger da. Das sieht man sehr eindeutig. Okay, ich dachte, ich könnte
Ist mein Motor noch an? Was ist der Motor denn an? Wir lesen vor. Ach, die Yuki, was ist das denn? Falls irgendwelche Wolves das lesen, warnt Isaac und die anderen, die Gerüchte sind wahr, da draußen ist ein neuer Infizierter. Sieht aus wie etwas, das schon zur Hälfte ein Bloater ist, dann aber einen Rückzieher gemacht hat. Hässliches Drecksviech. Vielleicht hat der ganze Regen in der Gegend eine Mutation verursacht. Keine Ahnung. Es war langsam, also konnte ich ihn leicht erledigen, aber als ich ihn mir näher anschauen wollte, sind alle Pusteln auf ihm explodiert. Meine ganze rechte Körperhälfte ist verbrannt, irgendeine Säure. Wenn ihr seht, dass so ein Ding in eure Richtung stolpert, haltet euch fern. Ja, die guten Shamblers hatten wir auch schon unsere Freude mit. Mensch, hier liegt ja richtig was rum, Ellie. Nehmen wir alles mit. Kann ich noch da drunter kriechen? Nein, kann ich nicht. Oh, hier liegt auch noch was. Guck mal, er war auch mit Bötchen unterwegs. Wir machen einen Molly. Nein! Da war ich schon wieder zu voreilig. Verdammt. Ja, Ellie, ich brauche das jetzt nicht. Ach Mist, jetzt war ich wieder zu schnell. Hätte ich mal einen Schalli gemacht. Verdammt. Das war seltsam gerade. Nö. Hier ist aber auch nichts. Ich denke halt manchmal auch, dass ich hier irgendwie, keine Ahnung, unterirdisch dann irgendwie noch hintauchen kann. Aber nö. Dem scheint nicht so zu sein. Dann schwingen wir uns wieder auf unser Boot. Auf unsere Black Pearl. Und fahren weiter. So, wartet kurz. Da waren wir drin. Da waren wir drin. Hier waren wir jetzt drin. Dann würde ich sagen, straight weiter, oder? Ist ja bisher ganz entspannt hier heute. Vielleicht auch besser für meinen Zustand. Da ist Licht da oben. Ich kann es sehen. Verdammt. Ellie, steig ab. Ah. Ah. Ellie. Was ist denn da los? Ich weiß nicht, was da los ist. Ach, haben die mich gesehen? Jetzt doch schon. Ellie? Ah! Hallo! Ist Wasser mit dir? Ach, Leute. Wartet kurz. Ich glaube, ich möchte mich da so rechts halten. So, Ellie, jetzt aber zügig bitte. Oh Gott, das Wasser ist zu flach. Oh, warte kurz! Was ist denn los hier? Mann. Und ich habe keinen Pfeil, Leute. Ach Mist. Wo ist er jetzt? Er war doch gerade da oben noch. Wenn ich dich erschießen möchte. Och, bitte. Eine Irre auf uns zu. Ja, ich glaube, das war's. Ja, das war's. Das war's, meine Lieben. Natürlich sterben wir heute auch.
Das Wasser ist zu flach, die sehen mich auf jeden Fall. Und ich habe keine Pfeile mehr. Verdammt. Sind das Gas gegen Wolfes oder was geht hier? Ich verstehe es gerade nicht. Ja, werfen bringt mir nichts auf diese Distanz. Ich kann nichts da hochwerfen. Es sind viele. Das müssen wir mit Taktik machen. Und eben kam von hier, von der Seite kam eben auch einer irgendwie an. Ich habe keinen Pfeil, Leute. Ich würde so gern mit Pfeil und Bogen, ganz sneaky-mäßig, aber das geht leider nicht. Du siehst mich nicht. Ich bin hier in dem Gestrüpp. Irgendwie muss ich da reinkommen. Habt ihr irgendwas Tolles? Habt ihr gesehen? Sie sind einfach abgetaucht gerade. Oh, spannend, Leute, spannend. Ah, ich weiß es nicht. Ich hätte so gern ein paar Pfeile, aber ich habe keine Pfeile. Ich sehe zwei oder mir werden zwei angezeigt, aber es sind garantiert mehr. Ha. Steht ja genau hier oben. Ach, direkt über mir, okay. Ah, Leute, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Gebt mir einen Moment. Hier. Leute, keine Ahnung, wie. Es dauert wieder Ewigkeiten hier bei mir, aber ich kann es gerade nicht anders. Ich weiß, da liegt was im Regal. Ich habe es auch schon gesehen, aber wir müssen einmal schauen, dass wir hier unentdeckt bleiben.
Kommst du auch hier hin? Nö, er kommt nicht. Einer, nur einer wäre halt lame, ne? Ihr habt alle überlebt, euer Ernst? Durchkämmen wir das Gebiet. Ihr werdet nicht allein. Oh, aufpassen! Oh, Wow! Fantastisch weggeflogen. Das war schade, dass das nicht geklappt hat. Mist. Wow. Das war schlecht geworfen. Ein kleines Mädchen, was seine Wege geht. Medikit. Okay. Okay, Ellie heißt, okay, wir sind fertig, ja? Ellie? Gewittert das auch noch. Ach, Leute. Ja, komm, so schlecht war es doch jetzt gar nicht, oder? Wo ist denn mein Boot eigentlich? Da hinten. Gut. Schön. Das war doch mehr oder weniger erfolgreich. Wir haben sie auf jeden Fall ausgelöscht. Gut, dann waren das jetzt hier die Scars und die Dudes, die sie da unten eben platt gemacht haben, das waren dann die Wolfes. Wir sind nichts von all dem. Wir sind einfach nur auf Rache aus. Nach wie vor. Auf unseren lieben Joel, wo ist er hier? Ah, es kommen jetzt aber keine Überraschungen mehr hier, ne? Ihr seid alle platt, ja? Ja, schön. Wenn es so wäre. Aber hier kann ich auch noch überall hin. Wie ist denn das mit meinem Boot? Sollte ich das besser bei mir behalten? Oder finde ich irgendwann ein neues Boot? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also, dass ich jetzt hier rüberspringe. Jawohl. Mehr Teile. Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt Cut. Aber wir suchen das hier alles gerade noch mal schnell. Wir sind nicht gerade gut im Flow. Ich jedenfalls. Ne, hier ist auch nichts mehr. Wupp. Ach, ist das nicht diese komische. Du wieder. Tante da. Diese, ich jetzt mal Sektenführerin. Oh ja, die tauschen wir. Die sind nicht besser als meine. Ellie, kannst du den Snack hier noch nehmen? Reagiert aber heute sehr schlecht. Was habe ich denn hier für ein Pad? Eigentlich habe ich das gute Pad. Warum das nicht geht, ich weiß es nicht.
Da ist ein Zettel an der Wand. Wir lesen vor. Jules. Auch schon oft gehört, den Namen gelesen. Oh, Jules. Warte, ich huste vorher. Jules, ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Wir waren klatschnass, durchgefroren und hungrig, als wir ihr Lager erreichten. Eine Seraphitenfrau hat sich um uns gekümmert, warmes Essen, Decken, sie strahlte Liebe aus. Sie hat mich so behandelt, als würde ich dazugehören. Ihr Name war Karen. Der Plan war, am nächsten Morgen mit ihrem Boot nach Heaven zu fahren. Dann fielen Schüsse, Karens Kopf explodierte. Ihr Blut war überall, wir liefen auseinander. Zachary wurde angeschossen. Es waren unsere Leute, zwei Wolves. Sie gingen direkt an mir vorbei. Sie dachten wohl, ich wäre ihr Gefangener. Und dann ist irgendwas mit ihr, was in mir zerbrochen. Ich zog meine Pistole und schoss ihn von hinten in den Kopf. Zachary ist zäh, er wird durchkommen. Wir beerdigen Karen und sprachen ein Gebet für sie. Zachary gab mir einen neuen Namen, Emmett. Er sagte, das bedeutet Wahrheit. Ich habe mir den Kopf geschoren und mein Gesicht zerschnitten. Jules, ich frage mich, ob du mich überhaupt wiedererkennen würdest, Emmett. Was ist da los mit euch, Leute? Jetzt mal ehrlich. Mann. Ich glaube, ich muss schon wieder husten. Oh, Leute, ist super anstrengend, so zu spielen, ja, wenn ich das mal kurz sagen darf. So, jetzt sind wir wieder hier unten. Weil hier war ich ja eben, ne? Ja, hier bin ich eben. Weil ich ja dann hoch wollte. Das ist quasi die andere Seite. Ja, und ich glaube, hier ist dann wieder Bötchen fahren, oder? Ich will jetzt nicht zu weit von der Bootsicht bewegen. Weil das alles Zeit kostet. Zeit ist Geld. Also hier in dem Fall nicht, aber... Ja, hier waren wir auch schon überall. Gut, dann würde ich sagen, schnappen wir uns unser Boot und fahren hier einfach mal durch. Ja, von der, da kam ich ja gerade runter. Gut, dann schnappen wir uns unser Boot. Weiter hier liegen noch irgendwelche tollen Sachen rum. Ja, da unten schimmert's, da gehen wir hin. Ist die Frage, kann ich da hinten noch rein? Ups. Da? Oder kommen wir von da? Ach so, hier ist eine Mauer. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall durch dieses Gebäude. Ich würde einmal kurz checken, ob ich da hinten noch rein kann. Ja, wir haben hier Kontrolle. Guck mal, wie die ganz komisch untergehen. Upp. Die nehme ich auch noch mit. So, ich guck mal eben, ob ich hier noch rein kann. Aber nein. Gut, mein Boot habe ich irgendwie hier gelassen. Was hier? Wo ist mein Bötchen? Da ist mein Bötchen. Zack. Gut, dann würde ich einmal nur der Vollständigkeit halber... Das war die falsche Richtung. Einmal hier noch kurz um die Ecke fahren. Und mir unbedingt diese Statue hier anschauen. Hallo, wer bist du? Gut. Nee, dann können wir hier gar nicht weiter. Dann müssen wir auf jeden Fall durch das Haus. Weil hier sind ja überall Mäuerchen. Da würde ich sagen... Warte. Ach, da hinten muss ich hin. Zweimal kurz im Kreis gefahren. Und schon sind wir wieder lost. So, hier wollen wir durch. Durch die Mitte. Jawollo. Ich bin weiter auf der Hut. Fahren wir hier noch schnell durch? Was sagt denn die Uhr? Ja, wir müssen eigentlich einen Cut machen, aber... Ich bin so gut dabei gerade.
Ja, Marlene, wir sind im Flow. Trotz unseres Zustandes sind wir, glaube ich, gut dabei. Oh, kriege ich aber ganz schön klaustrophobisch, wenn das hier so von oben so drückt. Da komm, Hütchen. Was? Was? Oh, jetzt muss ich da durch den Krach machen, ja? Scheint aber keiner zu sein. Da, Elli. Ah, dann geht's hier gleich weiter mit der Bonus-Ecke. Also ich muss sagen, wenn es hier so stürmt und regnet und Wasser rauschen, dann höre ich die Characters leider sehr, sehr schlecht, muss ich sagen. Was haben wir denn hier? Bright Nights. Die W&Bs Spielhalle präsentiert die alljährliche Nächte des Schreckens. Kostümierte Gäste erhalten 100 Tickets kostenlos. Besonders zu Halloween, essbarer Horror, Gruselkostüme, Wettbewerb, spektakuläre Preise. Spektakuläre, nicht spektakulär, spektakulär. 20. September bis 31. Oktober, 20 Uhr bis Mitternacht. Halloween Party. Gut. Ich würde sagen, wir looten hier einmal dieses tolle, was ist es denn? Bar. Keine Ahnung. Wir looten hier einmal durch. Und dann würde ich einen Cut machen wollen. Und dann ist die Frage, nehme ich noch eine Folge auf? Nehme ich keine auf? Ich nehme mir immer vor, 3 Stück aufzunehmen, weil dann bin ich einfach für eine Woche abgedeckt. Und da wir ziemlich im Zeitverzug sind, müsste ich eigentlich mindestens 3 heute versuchen. Marlene, du bist hier, um mich zu unterstützen. Ich möchte diese Schublade öffnen. Sure, hey, nee, das machen sie. Ich brauche eine Stunde. Wir sind bei 3/4 Stunde jetzt. Sorry, Leute. Hab irgendwie gefühlt wieder nichts geschafft. Aber komm, ein paar Meter haben wir schon zurückgelegt. So ist es nicht. Okay. Echt, hier ist nichts mehr? Nee. Schade. Gut, gehen wir hoch. Da ist nämlich noch eine Treppe. Steh auf. Nee. Steh auf. Was können wir herstellen? Immer noch hier. Den will ich aber nicht. Schön. Ja, doch ist. Spielhalle, wer liegt denn hier? Verflucht. Wow. Sind auch übel zugerichtet, ne? Machete hab ich schon. Was ist das hier? Noch eine Werkbank? Ohoho, eine riesen Teilchenkiste. Ich bin ein bisschen überrascht, dass hier schon die nächste Werkbank auf uns wartet. Die machen wir auch gleich. Ich würde erstmal alles einsammeln wollen, damit wir hier nicht alles doppelt machen. Ich brauche diesen Wagen, um da oben durchzukommen. Sprengstoff voll. Ja, komm, dann machen wir ihn jetzt. Eine Pinata!
schön. Ich hätte auch gerne mal so ein Schlag-drauf-Ding zu meinem Geburtstag. Ich habe das noch nie bekommen. Hat das einer von euch mal gehabt, so eine Piñata? So schön auf Agro drauf? Okay, ich würde sagen, damit ich sie nicht nachher vergesse. Oh, hier liegt noch jemand. Was mich durchaus im Bereich des Möglichen liegt, würde ich jetzt einmal die Werkbank kurz benutzen wollen. Voraussetzung wäre natürlich, dass wir genug Teile haben, aber. Nö. 38 Teile habe ich. Komm, wir machen hier den Rückstoß, damit wir hier überhaupt mal was gemacht kriegen. So. Und dann, glaube ich, würde ich sagen, einfach damit es nicht zu lange wird. Also ich will auf keinen Fall auf eine Stunde kommen. Das wäre einfach zu viel. Hier hängt auch noch ein Teil. Würde ich jetzt hier einen Cut machen und ich verabschiede mich von euch mit diesem Dino Escape Crash Flipper. Mit diesem Stück sage ich vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Mitfiebern. Ja, ich hoffe, ihr seht es mir nach. Wenn die Folge heute nicht mehr kommt, dann kommt sie morgen. Ich hoffe, es kriegt dann überhaupt einer mit, weil man ja mittlerweile weiß, dass dienstags und donnerstags um 16 Uhr die Folgen kommen. Aber aufgrund meines Zustandes kann es auch erst morgen der Fall sein. Ja. Gut, dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Hier ist der Dino. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Gehabt euch wohl. Schert das. Nein, falsche Taste.